Jo Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Part Stella Blade. Ja, beim letzten Mal haben wir ein paar Sidequests abgeschlossen und wollen nun weiter noch abschließen, nämlich die von Digger, die wir noch offen hatten. In der Oase, in der großen Wüste, haben wir das letzte Schild Dingens von ihm gefunden. Und ja, ich würde mal sagen, wir geben es nun ab. Eve, ich habe eine Frage. Ja, worum geht's? Erinnerst du dich daran, wie dein Ich-Bewusstsein geformt wurde? Daten senden, empfangen, abspeichern, verarbeiten. Nach abertausenden Sekunden des Lernprozesses habe ich schließlich gelernt, dass ich einfach nur ich selbst bin. Ist das so? Bei mir waren es 27.404.091 Sekunden des Lernens. Ziemlich enttäuschend. Laut meinen Recherchen gibt es zwischen anderen Menschen und mir keinen großen Unterschied beim Formen des Ich-Bewusstseins. Nicht einmal bei besonderen Menschen wie dir. Ich habe mit meinen Kameraden noch nie über so etwas geredet. Ich frage mich, was Taki gesagt hätte. Perfekt. Eve, ich schließe jetzt die Konfiguration des Geräts ab. Ich brauche nur ein letztes Mal deine Hilfe. Schieß los. Eine simple Aufgabe. Du musst den Netzwerkcode eingeben und den Kommunikationsknoten aktivieren. Und ich werde für die Verbindung in den Standby-Modus wechseln. Alles klar, wenn du darauf bestehst. Wenn irgendwas schief geht, ist das nicht meine Schuld, verstanden? Ich weiß deine Sorge zu schätzen. Aber ich rechne nicht mit ernsthaften Problemen. Nö, schon wieder das Rätsel. Irgendwie mag ich das hier nicht. Aber das ging ja noch. War ja schon fast einfacher als in Matrix 11. Matrix 11. Wie auch immer. Das Netzwerkgerät ist zerstört. Wie ist es gelaufen? Ich bin immer noch ich. Ich konnte nicht in den IoT-Modus wechseln. Allerdings hat sich nichts verändert. Meine Hypothese? Bedauerlicherweise verstehe ich jetzt noch weniger, was mit mir passiert ist. Was hast du denn erwartet? Wenn man bedenkt, was künstliche Intelligenz ist, herauszufinden, warum ein Bewusstsein entsteht, wird dir nicht helfen zu entscheiden, ob du ein Mensch bist. Ich denke, Adam hat recht. Versuch doch etwas anderes. Du könntest die Einwohner Sions beobachten während ihres Alltags. Allein machst du so kaum Fortschritte. Du hast vermutlich recht. Danke für den Rat. Ich breche bald auf, um etwas Neues auszuprobieren. Ja, und er zieht dann wirklich nach Zion. Und ist eben dort anzutreffen. Soll das etwa alles mit nach Zion? Nein, ich bin noch am Packen. Ich muss außerdem die optimale Route berechnen und einen spektakulären Reiseplan austüfteln. Du nimmst das wirklich sehr ernst. Will ich eigentlich noch irgendwas, was ich bei ihm kaufen kann? Ja, komm, ich glaube, die kaufe ich mir einfach mal. Warum auch nicht?
Ja, das reicht. Omnibusen braucht keiner. Ja. Du gehst schon? Ja, danke für deine Hilfe, Digga. Danke. Ich hoffe, dass wir uns wiedersehen. Mehr braucht's nicht. So, ich will noch mal noch kurz nach Feiern gehen, weil ich habe dort gesehen, dass es eine Sidequest noch neu gibt. Und wir können dann gerade mal gucken, ob Digga bereits in Feiern jetzt ist oder nicht. Weil ich kann so wie sagen, er zieht dorthin jetzt um. Man hat es ja gesehen, er hat sein Gepäck schon beisammen. Du hast gerade am Packen. Und ja, wir treffen ihn dann jetzt eben ab sofort hier in Xion. Oh, es sind mehrere Quests sogar. Und am Tetrapod werden da noch eine. Lilly? Kann das sein? Hier mal kurz gucken. Ab. Oh ne, die. Haben wir sie jetzt schon? Dich so stehen und gehen zu sehen. Das ist wirklich schön. Also, was genau führt euch beide hierher? Ich habe eine Bitte an dich. Es kam mal eine kleine Drohne in die Bar. Eine Drohne? Oh, du meinst Digger. Die Drohne hat Enya singen gehört, meinte sie erkenne das Lied und verschwand dann wieder. Ich habe überall gesucht, doch ich kann die Drohne einfach nicht finden. Eve, tut mir leid, dich damit belasten zu müssen. Wenn das etwas mit meinem Gedächtnis zu tun hat, denkst du, du könntest mehr Details von der Drohne erhalten? Naja, Digger sollte in Xion sein. Wird nicht schwer sein, das herauszufinden. Ach, so ein Glück. Ich melde mich, sobald ich etwas weiß. Aber ich würde euch bitten, zurückzugehen. Das ist sicherer für euch. Vielen Dank. Danke, wie immer. Sind die beiden so blind? Oder war er einfach gerade nicht in seinem Platz? So schwer ist es jetzt eigentlich nicht gewesen, den zu finden. Er war sogar relativ am Anfang von Feiern. Wenn ich mich nicht irre. Ich glaube sogar direkt hier. Ja, da ist er jetzt. Hallo. Hey, Digga. Lebst du dich hier schon ein? Gefällt dir Xion? Diese Umgebung benötigt eine Verschönerung. Ich erlerne gerade die Regeln dieser Stadt. Danach entscheide ich über mein weiteres Vorgehen. Digga, du hast mit Enya gesprochen, oder? Ja, künstlerische Aktivitäten sind wirklich erstaunlich. Ich habe zum ersten Mal ein Lied gehört. Mein Verständnis menschlicher Kultur hat sich stark verbessert. Sie sagt, du weißt etwas über das Lied. Ich würde gern mehr darüber erfahren. Ja, Eve. Du bist ein besonderer Gast, also sag ich's dir. Die Information hat etwas mit Enyas Lied zu tun. Ich bin durch viele verschiedene Gebiete gereist, bevor ich die Trümmerfelder fand. Auf meinen Reisen sammelte ich 149 Petabytes an Daten. In Xion fand ich eine Person, die ein Lied sang, das mit einer Stimmaufzeichnung in meinem Audioarchiv übereinstimmte. Verschiedene Sänger können das gleiche Lied singen. Nein, die Datenähnlichkeit ist so hoch, dass ich vermute, dass es sich um die Stimme derselben Person handelt. Ich habe diese Daten aus einem Ort namens Opernhaus, heutzutage bekannt als verschüttete Ruine. Jetzt weißt du alles, was ich Enya sagte. Na schön, so langsam ergibt alles Sinn. Danke, Digga. Ich helfe immer gern. Besuch mich wieder. Was haben die denn noch? Hey, Digga. Lebst du dich hier schon? Ich hab... Also neue Sachen? Ich sehe jetzt nichts. Ich muss jetzt... Ich habe... Wir sehen uns...
Was hat Butter? Nur Omnibolzen, okay. Nö. So, ah, da. Es liegt sogar direkt hier. Nachdem das Befreiungsbündnis die Wahrheit über Orca enthüllte, wurde uns mit Unterdrückung geantwortet. Unser Verbündeter Aaron wird vermisst und wir sind dazu gezwungen, uns auf das Überleben der Leute auf unserer Seite zu konzentrieren. Wir haben nicht genug Zeit, um uns auf einen Kampf vorzubereiten. Doch Orkel, dieser Despot und Lügner, darf auf keinen Fall weiter regieren. Wir müssen unnachgiebig bleiben. Komm, gehen wir zum Sandsturm der großen Wüste. Findet euch bei der wunderschönen Statue der Göttin am westlichen Rand der großen Wüste zusammen. Dort kann er uns nicht erreichen, also können wir unsere Streitmacht sammeln. Wir kennen nun die Wahrheit und jene, die mit der Wahrheit vertraut sind, können nicht nachgeben. Die Wahrheit kann nicht auf ewig verborgen bleiben. Ich glaube, die wollen bleiben. Denkt daran, in der Einheit liegt die Stärke. Xion wird wieder auferstehen und Tyrannei und Verrat werden der Vergangenheit angehören. Adam, das ist... Ja, diese Leute. Sie behaupten, Orkel wäre ein verherrlichter Diktator, der die Macht der Netivas nutzt, um sein Volk zu unterdrücken. Aber Orkel ist doch der Prophet. Er hat die Menschen hier gerettet. Ja, sicherlich. Aber immer mehr Menschen zweifeln selbst an Mother's Fear. Vom Propheten mal ganz abgesehen. Menschen nehmen auf ihrer Suche nach der Wahrheit so viel auf sich, aber sehen nicht, was direkt vor ihnen ist. Ich muss dem nachgehen. Ja, gute Idee. Menschen wollen halt einfache Antworten. Je einfacher und unkomplizierter, desto besser. Ach, der Büchertyp hier oben hat wieder was. Ja. Oh, Schwester, du bist es. Ich hoffe, du hattest einen schönen Tag. Ich für meinen Teil werde von qualvollen Gedanken geplagt. Ach ja? Was ist los? Ich glaube... Ich werde von Mother's Fear auf die Probe gestellt. Ich dachte, dass das Schicksal meines schändlichen Bruders besiegelt wäre. Doch ich habe nicht damit gerechnet, dass mir ein Scavenger von ihm erzählt. Du denkst, er lebt noch? Ja, Schwester. Beziehungsweise wurde er zuletzt lebend gesehen. Das Leben ist ein Segen von Mother's Fear und dem Netzwerk. Dafür bin ich ewig dankbar. Aber mein Bruder Felix ist zum Sünder geworden. Dieses Sakrileg kann ich weder vergeben noch vergessen. Doch Urteil und Strafe obliegt Mother's Fear. Schwester, kein Scavenger kann Vermisste finden und gleichzeitig den Monstern der großen Wüste entgehen. Du bist meine einzige Hoffnung, Engel. Bitte. Was soll's? Ich steck eh schon zu tief drin. Oh, Mother's Fear. Du hast einem Bedürftigen Hoffnung geschenkt. Ich sende dir den Standort. Möge Mother's Fear dich leiten. Immer diese gläubigen Fanatiker hier, meine Güte. Na gut, er ist jetzt kein Fanatiker, glaube ich, aber... Ja, egal. Wo ging's nochmal? Eins weiter hoch. Will ich mir mal kurz zeigen, man kann auch ohne den Tetherpod in die Wüste. Mittlerweile, dafür muss man aber nur hier runter. Vorher wurden wir unfreundlich verscheucht. Aber jetzt können wir hier einfach hinein in diesen Aufzug. Und haben einen optionalen Weg in die Wüste. Was auch ganz nett ist. Ob das jetzt schneller ist als mit dem Teleport, je nachdem, wo man gerade steht, würde ich mal sagen. Und man hat eben einen anderen Startpunkt. Aber Adam und Lily sind trotzdem noch hier in der Wüste, wo sie normalerweise eben auch wären. Aber man kann halt trotzdem, wie gesagt, einfach
auch auf diesem Weg hierhin. Hier ist sogar noch ein Lager. Mit einer Schnellreise. Wunderbärst. Kann man halt noch einen zweiten Weg hier runter. So. Ja, komm. Eigentlich war ja geplant, dass ich... Wandern hier auf der Suche nach Beute umher. Unterwegs auf. Du hässliches Rexviech. Wie ich diese Dinge ja hasse. Hasse sie abgrundtief. Und da vorne ist schon wieder einer. Ja, hast du jetzt davon. Und jetzt denkt man sich mal so noch, ja, blind. Hier hinzukommen. Das allererste Mal auf diese Viecher hier zu treffen. Da ist man erstmal überrascht. So viel kann ich schon sagen. Aber bei meinem ersten Mal haben die, also bei meinem ersten Mal hier in der Wüste, haben die mich ganz schön fertig gemacht, teilweise sogar. Na gut, als ich hier das erste Mal blind war, ist so ein bisschen mehr passiert. Und das ist das Böse bei Wüstengebieten immer. Kann halt alles möglich hier sein. Ah, guck mal hier. Hier haben wir eine Schnellreise wieder. Sehr schön. Ist aber jetzt nicht wirklich notwendige Schnellreise. Aber was soll's. Und hättet ihr mich einfach ignoriert, würdet ihr weiterleben dürfen. Aber die haben halt alle... Alter, warum sind hier so verdammt viele Gegner? Vorne krabbelt auch schon wieder was in der, im Sand rum. Oder hat sich in diesen Ruinen versteckt? Ist nichts Ungewöhnliches, Eve. Obwohl ich es schon bemerkenswert finde, dass jemand von Eidos 7 so lange überlebt hat. Kümmern wir uns einfach um die fanatischen Brüder und verschwinden dann. Eigentlich habe ich gerade gedacht, hier wäre irgendwo noch ein Lager gewesen. Ach doch, da. Wollte schon sagen, hier muss doch irgendwo ein Lager gewesen sein. Ist zwar nur ein kleines, aber was soll's. Auch die Kleinen können fein sein. So, und hier... Das ist jetzt eigentlich nur herumklettern mal wieder. Das ist ganz nach oben. Eigentlich habe ich gar nicht gesehen, dass da was war, aber okay. Es ist zu viel geschehen. Die Neltibas griffen an. Die Kolonie ist untergegangen. Das Ende der Welt ist nah und doch bin ich noch am Leben. Jetzt hat mich mein Glück wohl endgültig verlassen. Das war wohl der Bruder. Ja, lest das euch einfach mal selber durch. Immer ist so viel. Was ist das? Die Stimme der Wahrheit. Nett. Er hat Koordinaten hinterlassen. Dann
sollten wir ihm wohl lieber folgen. Ah, das war wieder für die Lilly-Leiste. Die wir bereits auf 100% haben. Okay, ich glaube, von hier aus ist es dann doch sinnvoller, wenn wir kurz zum Tetrapod gehen. Mit der Schnellreise bei dem Lager hier. Und dann das näher gelegene Lager direkt hinreisen. Dann sind wir flotter da unten. Das andere ist bei dieser Statue, die wir mal gesehen haben. Da weiß ich auch noch, da war eine ganz schön nervige Stelle. Ah, da ist schon wieder so ein Scheißvieh. Aber sag mal, wenn man weiß mit diesen Gegnern hier, dass sie hier im Sand rumkreisen, dann geht es eigentlich. Ist ja halb unter dem Sand begraben. Das muss man ihm lassen. Wie hat ein Kultist sie überhaupt finden können? Diese Stimme hat ihn hierher geführt. Aber wessen Stimme war es? Können wir einfach mal Klappe halten und das Ding einsammeln. Wie sah es? Das wundervolle Antlitz von Ayen. Gut, dass ich hergekommen bin. Das Boot, das auf dem Orbit gefallen ist. Die verfluchte Ark. Der Kokon der Engel. Sie erreichen die Erleuchtung, nachdem sie all dies außer Acht ließen. Ihr Anmut öffnete meine Augen. Sie schreiten voran. Sie schreiten inmitten des Sandsturms. Sie sind auf dem Weg nach Abyss Lebon. Welche Geheimnisse wurde der Schaffengöttin verborgen? Möge die Stimme der Wahrheit ihr Licht auf alle abscheulichen Geheimnisse scheinen. Ich werde folgen. Ich werde Ayen folgen, der edlen, schwarzen, schattengehüllten Person. Wer auch immer es war, muss ziemlich gut aussehend gewesen sein. Er ist wohl nach Abyss Lebon. Ich finde ihn. Man kann sich es eigentlich schon zusammenreimen. Ja, und davon müssen wir sogar ein bisschen war. Ja, jetzt noch nicht. Erst noch da hinten zu dieser Statue. Ah, hier Sandsturm, ne? Ja. Na gut, man wird zumindest nicht verlangsamt. Dafür sind hier halt haufenweise Gegner. Vor allem diese ekligen Tentakel. Und diese ekligen Viecher. Ja, wir killen am besten erst die Gegner und kümmern uns dann darum, warum wir hier sind. Ansonsten nerven die Dinger nur. Na, und diese Truhe hier ist der Schatz am Ende. Da haben wir eh keinen Code für. Ja, das lese ich jetzt nicht, das ist mir zu viel Text. Rumwandert, riskiert Ärger. Und zwar eine Menge Ärger. Es gibt einen Grund, warum Sion-Kriminelle grundsätzlich verbannt. Trotzdem, irgendwas ist an dieser Sache doch merkwürdig. Wer oder was könnte das gewesen sein? Vermutlich ein Netiba. Vielleicht liege ich auch falsch. Keine Ahnung. Ist jetzt dir eigentlich auch egal. Das stimmt, aber so oder so, die Datenchips wurden offenbar mit Drohnen weggeflogen. Ich sehe mich hier mal um. Ja, und da oben sieht man sie schon.
Und mit meinem Controller aim. Ist das nicht gerade einfach? Das habe ich erwartet. Dafür haben diese Leute ihr Leben riskiert? Was haben die sich dabei gedacht? Keine Ahnung. Schwer zu sagen. Nicht alles ist schwarz-weiß. Es kommt immer auf die Betrachtungsweise an. Dann werden wir hier nichts mehr rausfinden. Hey, wir könnten auf dem Rückweg dem Restaurant einen Besuch abstatten. Kann sein, dass wir etwas übersehen haben. Nee, machen wir noch nicht. Ich glaube, man kriegt dafür dann am Ende den Code von der Truhe da. Kann mich aber auch irren. Ich weiß nur, ich gehe erstmal kurz zum Lager und ich glaube, die restlichen Sidequests kümmern wir uns dann beim nächsten Mal drum. Wenn ich die jetzt noch mache, wird der Part zu lange. Und ich habe keine Lust, schon wieder einen 40-Minuten-Part fast zu haben. Von daher gehen wir jetzt mal hier hin. Heil mal kurz. Wir können eventuell schon mal zum dem Ort hier gehen. Ja, können wir machen. Und werden dann von hier aus beim nächsten Partner die restlichen Sidequests, die ich aktuell am Laufen habe, noch fertig machen. Und dann geht es doch wirklich mal langsam mit der Hauptstory weiter. Es wird doch Zeit, oder? Gut, das war's dann aber erst einmal mit Stellar Blade für heute. Wenn euch das Video gefallen haben sollte, lasst doch gerne alle Feedback da, positiv oder negativ, bleibt euch überlassen. Gerne mit einer kleinen Bekundung, was gefallen und was nicht. Und ja, wir freuen uns beim nächsten Mal wieder dabei sein werdet. Wenn wir, wie gesagt, noch die restlichen Sidequests hier abschließen. Nach der jetzigen Hauptstory haben wir ja sowieso noch wieder Zeit für neue Sidequests. Denn da werden noch ein paar kommen. Da bin ich mir eigentlich relativ sicher. Aber gut, das sehen wir dann. Bis dahin. Ciao, ciao, Leute.